Herzlich willkommen zurück bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einem weiteren Kapitel des Hirten, des Schafhirten hier in Elk Mountain, der sich gerade vorbereitet, nach Deutschland zu fliegen, um seinen Traktor, den er gekauft hat hier für günstiges Geld, also ein Oldtimer-Traktor, in Deutschland an Mann zu bringen. Es ist 6 Uhr in der Früh, wir haben Anfang Oktober, die Schafe sind versorgt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf zum Flughafen. Der Flug sollte losgehen, so in circa 3 Stunden. Um 9, 10 rum sollte der Flug losgehen. Daher machen wir uns auf. Es ist alles fertig. Gepäck ist im Kofferraum oder auf der Pritsche. Und deswegen würde ich sagen, oh, gehen wir los auf ins Abenteuer nach Deutschland. So, hier bin ich in Germany, in Deutschland. Ich bin ganz gut angekommen hier. Der Flug war in Ordnung, kein Problem. Es ist ein schönes und ruhiges Dorf hier in Niedersachsen. Ich habe gerade Mittag gegessen. Und natürlich, wie kann es anders sein, ein schönes, kühles Bier getrunken. Genau, so wie sich das gehört hier in Germany. Ich wurde von der Familie ganz, ganz freundlich aufgenommen. Die wohnen gleich hier gegenüber. Dann gehen wir mal gucken. Sehr, sehr freundliche Leute, sehr gastfreundlich, sehr, sehr lieb. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die deutsche Gastfreundschaft, die ist richtig cool. So, ich würde sagen, ich gehe mich jetzt zurecht machen, damit wir dann auf den Deal kommen mit meinem Porsche-Traktor. Und sehen dann später in ein paar Minuten oder ein paar Stunden sehen wir uns dann an, was hier abgeht. Hier ist einiges los und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und was hier heute noch passieren wird. Wir werden sehen. Ich sage, ich mache mich frisch und wir sehen uns danach. So, okay, ich habe mich umgezogen, habe mich mal ein bisschen deutschen Kleidungsstil angepasst, also muss jetzt hier nicht den Cowboy spielen, sondern hier mich ein bisschen anpassen. Also hier sollte jetzt dann gleich eine Parade stattfinden von Oldtimer-Traktoren. Das ist ja auch der Grund, warum ich hergekommen bin, hier einen guten Preis für meinen Porsche-Traktor rauszuholen. Ihr könnt sehen, hier wurde auch schon viel gemacht. Also hier wurde ein Festgelände aufgebaut über Nacht. Das heißt also, ja, das heißt also, da bin ich gespannt. Ich will jetzt gar nicht aufs Festgelände gehen, sondern ich möchte mich hier hinstellen, wo ich einen guten Blick habe, damit ihr auch einen sehr guten Überblick, habt über das, was jetzt gleich passieren wird. Okay, wir sehen uns gleich, sobald es losgeht. So, es schaut aus, als würde das losgehen hier, diese Parade. Und zwar schauen wir mal, was als erstes hierher kommt. Also ich bin gespannt hier. Das scheint ein Case IH International Backstripe zu sein. Und zwar, schauen wir mal, das ist ein 1566er, schön in schwarz. In schwarz, das ist ein, der hat einen Motor, einen 7,1 Liter Sechszylinder Motor. Baujahr 1975 und da kommt mein kleines Verkaufswunder, hoffentlich, das ist der Porsche Diesel Master 4 Zylinder mit einem Porsche 4F 419 Motor, 3,5 Liter und im Baujahr 1960. Wunderbar. So, und dann kommt der Awesome Henry. Das ist eine Maschine. Wow, der Klang. Das ist ein Ford V8 4,6 Liter Motor, Baujahr 1940. Das ist echt was, das klingt schon so richtig nach amerikanischem Blubbern. Das fühlt sich so an wie die Heimat. Da geht's weiter. Das geht ja hier wie am Schnürchen. Und zwar ist das hier anscheinend ein Belarus A240. Oh, das ist ja ein spezielles Teil. Da habe ich leider nichts, was ich darüber sagen könnte. Da müsste ich dann mit dem Besitzer reden nachher, weil ja, gewisse kenne ich natürlich, aber natürlich die meisten, die dann aus dem wirklich Ostblock kommen, die sind für mich manchmal so ein bisschen unzugänglich gewesen. Klar, für mich viel Neuland.
ist halt ja nicht unbedingt die Kultur, wo ich großgewachsen worden bin. Na, das ist dann eher eben die amerikanische Kultur. So, dann kommt ein anderer schöner Traktor. Oh, orangefarben. Der klingt ja. Das klingt ja wie ein Rasenmäher oder Moped. Das ist ja cool. Das ist, muss ein MT 3A45 sein. Kleines Tatörchen. Schön, schön, schön. Wunderbar. Und das schaut aus, als wäre das einen Ursus. Moment mal, das ist ein C328. Genau, mit einem 1,9 Liter Motor, 4 Zylinder, Baujahr 1963. Ich glaube, das könnte aus Polen sein. Okay, da kommt der nächste. Es ist echt spannend hier. Es ist toll. Sound hier. Okay, das hier ist der C-Turm. 2,7 Liter Dreizylinder. Gebaut zwischen 1977 und 1980. Citroën ist für mich auch ziemlich unbekannt, die Marke. Aber scheint, die haben auch bis heute überlebt. Die machen auch heute immer noch Traktoren. So, da kommt der IMT. Kann ich nicht erkennen, das Typenschild, weil die Motorhaube aufgeschnitten ist. Also da kann ich nicht keine Details erkennen, muss ich danach gucken auf dem Festgelände. Das klingt gut. Das klingt gut. Oh, das ist ein schöner Klang. Das ist der IMT. Der 533er, der hat 2,4 Liter, 3 Zylinder, wurde gebaut 1961 bis 1988. Oh, das klingt schön, das blubbert. So, und da kommt ein. Ich kenne die Marke Lizard nicht, aber ich glaube, das ist der Lizard Bügel. Da habe ich auch keine Information leider. So, da hören wir mal zu. Schöner Klang. Das ist der auch Lizard T30A80. Anscheinend die zweite Version. Muss ich auch mit dem Besitzer reden gehen, weil da kenne ich mich nicht sehr gut aus mit dieser Lizard Brand. Oh. Spezielles Gefährt. Das ist ein Oliver. Ein 1855 Turbo Diesel. Oliver Waukesha Motor. 5,1 Liter. 6 Zylinder. Wurde gebaut von 1969 bis 1975. Hat eine lustige Radkonfiguration. Habe ich so noch nie gesehen. Aber der Klang ist gut. Der Klang ist echt cool. So, da kommt das nächste Modell. Das scheint mir ein Massey zu sein. Genau, das ist der Massey Ferguson, den 185er Turbo. Hat eine Perkins 4,1 Liter Maschine, 4 Zylinder, wurde gebaut 1971 bis 1979. So, da kommt ein nächstes Gefährt. Das scheint ein bisschen langsam zu gehen. Muss ein uralt Gerät sein. Das schauen wir uns genauer dann auch auf dem Festgelände an. Also der Klang sagt mir, dass es schon mal ein Vierzylindermotor ist. Schön, das ist ja richtig cool. Das ist der McCormick Deering International Harvester. Der hat einen 6,3 Liter Motor, 4 Zylinder, wurde gebaut 1923 bis 29. Wow. Das ist bisher das älteste Modell, was wir bisher gesehen haben.
Okay, das klingt fast wie. Klingt fast wie ein Lanz, aber ist keiner. Das ist der Lizard HR5, wenn ich mich nicht irre, genau. So, und dann kommt der Lanz. Das ist der Lanz D6009A. In der, glaube ich, wahrscheinlich fast ähnlich wie eine Straßenversion, kommt mit einem 7,3 Liter Motor mit einem Zylinder, gebaut 1955. Und daher der absolut typische Klang mit diesem Einzylinder, das schöne Blubbern. Ich glaube, das war damals richtig typisch für die Lanz-Traktoren. Die wurden ja in Deutschland hergestellt, soviel ich weiß. Ich glaube, das Deutschland oder die Schweiz, aber ich glaube, es war in Deutschland. Heinrich Lanz war das, wurde dann, die Firma Lanz hat dann quasi das Standbein geboten für John Deere, um in Europa Fuß zu fassen. Also das war dann quasi, John Deere hat dann Lanz übernommen und ist damit eben auf dem europäischen Markt dann eingetroffen. Hey, das sieht aus, als wäre ein zweites Modell von der IMT. Wunderbar. Schön, dass wir hier auch zwei Stück haben. Das ist hervorragend. Dann kommt, das schaut nach einem Bucher aus. Okay, wunderbar. Das ist der Bucher D4000, 2,1 Liter, Vierzylindermotor, 5-Gang-Getriebe, gebaut in 1963 in der Schweiz. Und wenn mich mein Ohr nicht täuscht, da kommt ein nächster Lanz. Das ist dieses typische Geräusch. Das ist der D4016 mit Überrollbügel. Natürlich ein 4,2 Liter Einzylinder Motor, gebaut 1957 bis 1960. Na, dieser Klang ist einfach typisch Lanz. Das ist so cool. Ach, das ist ein aufregender Nachmittag hier in Haue in Deutschland, in Niedersachsen. Schönes Wetter, das Wetter ist nicht zu heiß, es ist ein bisschen bewölkt. Es ist schön, die Bäume haben die herbstlichen Farben angezogen. Also das Herbstkleid ist hier definitiv schon angekommen. Sehr schön. Ich habe vorhin gerade in diesem Restaurant da quer gegenüber mein Mittagessen gehabt. Wunderbar. Da kommt also der nächste. Das ist ein Eicher. Ich glaube, das ist der Wotan 2. Das ist ein 5,8 Liter Motor, 6 Zylinder, gebaut 1973. Das ist ein interessantes Gefährt. Das ist ja, sieht ja aus, als wäre das wirklich eine Forstmaschine. Das musste, glaube ich, wahrscheinlich dann sein, der Arzt 240 Belarus Forst Edition. Interessant. Schön, wie das umgebaut worden ist. Sicher auch ein Eigenbau, das im Ostblock sehr oft ist, dass da vieles selbst gebaut wird. Und da kommt auch ein Klassiker. Das ist der Fendt Farmer 2D. Das ist für die Kleinfarm. Ist ein 2 Liter Dreizylinder Motor, gebaut 1961 bis 1967. Der Klang ist auch cool. So, und jetzt, das sieht von weit aus, es wäre es fast wie eine Lokomotive, eine alte. Aber das ist natürlich nicht so, das ist ja hier auf Straße. Aber es sieht so aus, als wäre das auf jeden Fall hier. Oh, der kommt auf Raupen daher. Das ist ja cool. Das ist der BT3 160.55. Und wenn ich mich nicht irre, war das diese Parade. Ich gehe mal hier noch zwei Schritte nach hinten zu gucken, ob da noch was kommt. Ansonsten gehen wir gleich zusammen hier auf das Festgelände. So, da gehen wir die nochmal. Ach, das ist ja cool, dass dieses Festgelände, das haben sie echt extra aufgebaut für diesen Tag. Die Kinder können hier Eis essen gehen. Dann haben wir hier natürlich die ganze Ausstellung an Traktoren. Die gehen wir nachher nochmal im Einzelnen durch. Also natürlich gibt es hier auch noch ein Event danach. Also
Da wird sicher noch eine Musikgruppe kommen und ja, die Nacht wird hier nicht sehr früh enden, denke ich mal an. Denke ich mal hier. Okay, das ist ja echt eine Fundgrube für schöne alte Traktoren. Da schlägt des Farmers Herzen, vor allem, sagen wir mal, dem armen oder des älteren Bauers Herzen höher. Das ist einfach unheimlich toll hier. Hier könnte man dann noch mal eine Bratwurst essen gehen oder so ein Currywurst oder sowas. Und da hinten sieht es aus, als wäre das hier eine Tractor-Pulling-Piste. Das heißt also, hier wird auch noch Action geboten im späteren Abend, dann nehme ich mal an. Und da oder morgen natürlich, das ist jetzt ganze Wochenende hier dieser Anlass. Das ist ja toll hier. Das sieht ja echt cool aus. Das sieht ja schön hier eine Tractor-Pulling-Piste. Ja, ich weiß nicht, ob ich da drüber gehen darf, aber ich mache es halt jetzt. Sieht toll aus. Wunderbar. Wir haben da echt alles aufgestellt. Super schön. Ja, ich würde sagen, ich gehe hier mal ein bisschen schnacken mit den Leuten und ich sage mal, wir sehen uns danach wieder. Dann schauen wir mal, was danach passiert. Und ja, bis später, bis nachher. Ich gehe mal gucken, ob ich den einen guten Preis aushandeln kann. Ich habe den Käufer auch schon gesichtet. Der wartet schon mit einem Bierchen und deswegen gehe ich auch dahin. Ja, dann bis später. Wir sehen uns nachher. So, ich gehe noch mal ein Bierchen trinken mit dem potenziellen Käufer. Und zwar ist das der Philipp. Der hat mir 17.000 angeboten. 17.000, so wie er da steht. Das ist doch 2.000 mehr, als ich erwartet hätte. Gut, ich habe natürlich angefangen mit 20 und wir haben uns dann bei 17 gefunden. Ja, doch ein schöner Deal. Glaube ich, auf jeden Fall. Ne? Was sagt ihr? Findet ihr das in Ordnung? Die 17.000. Ja, übrigens, diese Sämaschine, die da dran hängt, die ist eine Zugabe gewesen. Die ist auch vorhin, also von dem Händler in Elk Mountain dazugekommen. Also, der hat er noch quasi hinzugegeben. Die hat er noch irgendwo stehen gehabt, hat die noch ein bisschen zurecht gemacht. Genau, so. Ich habe das okay bekommen, dass ich mal auf jeden rauf sitzen darf. Dann schauen wir uns den mal an. Das ist einfach ein riesenschönes Teil. Mir gefällt diese so gut. Die Farbe, die Höhe, die Räder, die Größe, der Sound. Also ein richtig schöner Traktor. Also wenn ich mal einen vermögen würde und auch einen brauchen würde, ich brauche ja im Moment keinen Traktor, dann möchte ich auf jeden Fall versuchen, an so einen Teil zu kommen. Die sind sicher noch nicht ganz so schwer zu finden. Da gibt es sicher noch Stücke, die da irgendwo rumstehen. Aber richtig schönes Teil. Ja, der International Harvester 1566er. Dann haben wir hier den Zetor 4911. Machen wir auch den Motor mal an. Man sieht schön, wie das aus Guss, der Rahmen aus Guss hier, der Motor, der ist ein Guss drin. Dann haben wir hier den IMT 533. Hat auch einen sehr, sehr schönen Klang. Hat sogar eine Rundumleuchte montiert. Der Klang ist extrem schön. Mir gefällt das. Dann haben wir hier einen zweiten IMT. Das
Scheint mir so, dass der aus Slowenien kommt. Ein ganz anderer Klang, aber auch schön. Wunderbar. Toll. Dann haben wir hier den Oliver. Ist auch ein großer Traktor, ne? Steht auch sehr hoch. Schön. Und dann kommen wir zu diesem Klassiker hier. Ein kleiner Traktor, eigentlich ziemlich klein, aber oho. Also dieser V8-Klang ist schon richtig schön. Sehr schön, sehr schön. Das ist echt ein richtig schönes Teil. Wir gehen da mal ein bisschen nach hinten. Machen quasi den Rundgang gegen Uhrzeigersinn. Das ist dieser sogenannte Lizard HR5. Das scheint auch ein Einzylinder zu sein, vom Ton her. Ein richtig schönes Teil auch. Ne? Auch die Räder, also die Eisenbe, ja. Klingt ein bisschen wie der Lanz, also eben daher die Annahme, dass es quasi eine Einzylindermotormaschine ist. Okay, wunderbar. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Lizard T30A40 oder sowas. Hier auch schön zu sehen, wie unten die Welle durchgeht. Ja, der Motor hier sehr schön. Auch ein offenes, zugängliches Gehäuse hier. Schön. Den Ursus, den 328er Ursus. Schön, auch von den Farben her. Schön gemacht. Auch nicht sehr groß. Toll. Mit seinem einen Beifahrersitz hier. Ursus, das war der Ursus, genau. So, dann haben wir hier den Fendt. Den 2D. Toll. Dann kommt der Wotan, der Eicher. In diesem Falle hier hat er eine Pflegebereifung drauf. Schön. Schöner Klang auch, finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier den Belarus A240. Mit seinem Schild vorne und dann eben dem Kran. Große Maschine, sehr groß, schön. Okay, wunderbar. Dann gehen wir in den hier. Das ist der BT3 160.55.
Sieht aus wie eine Diesellok. Kommt aber auf diesen Bandlaufwerk. Ein Riesentank an der Seite. Aber ist ein bisschen zur Seite gesetzt. Sieht wirklich aus wie eine Lokomotive. Schön, okay. Interessantes Konzept. Das ist ein zweiter IMT 533. Ja, schön. Dann kommen wir zu dem Land. Und zwar ist das der 40er. Genau, die 4016er Serie-Version. Hier muss man ein bisschen warten, weil die starten ziemlich langsam. Aber wir können sehen, auch Beifahrersitz auch da. Und dann kommt dieses Einzylinder-Blubbern. Mal auch reingucken mal. Lasse ich jetzt auf. Ich glaube, das könnte auch noch die Leute interessieren, mal in das Innenleben reinzugucken. Dann haben wir hier den Wucher. Ja. Praktischer kleiner Traktor. Eignet sich auch für die Berge ziemlich gut. Dann haben wir hier diesen hier. Den in Belarus. Mit Einstiegsanimation. Okay. Okay, wunderbar. Also ich finde das Konzept der Einstiegsstufen hier ziemlich interessant. Also zwei rausgehängte Bleche. Cool. Dann haben wir den 60er Lanz. Machen wir auch mal auf. Dann können wir nämlich vorne auch noch sehen, die Kurbel, wo die normalerweise ankurbeln, die mussten ja angekurbelt werden zum Teil, also bei dem ganz alten. Du musst ja mal nach vorne gehen und den Motor ankurbeln. Dann kommen wir hier wieder zu einem, kommen wir zum Messi, zum 185er. Ein typischer 50, 60er, 70er Jahre Traktor. Auch schon ziemlich imposant gebaut. Wenn ich das mal gucke. Ja, also schon imposant. So, dann kommen wir zu dem McCormick D-Ring. Da bin ich jetzt gespannt. Schönes Teil, das Eisenross oder sowas. Schön. Das ist der Lizard Bügel, wird er hier genannt. Mit seiner Doppelbereifung in diesem Falle hier. 453er Motor. Sieht nach einem Case IH aus. Vom Logo. Hervorragend. So, und da haben wir den Rundgang schon fast beendet. Da kommt meiner. Das ist der kleine Porsche, den Dieselmeister Master. Können wir auch mal den Motor aufmachen. Hervorragend. Und da kommen wir zum dem letzten. Und zwar ist das der Belarus 240. Ein Schlepper, also richtig schönen Schlepper hier für auch Schwanhals und Dreipunkt. Also der ist ziemlich komplett hier. Schön. Das war der Rundgang. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen
mich in die Menge hier tümmeln, bis es dann Abend wird und dann die Abendunterhaltung anfängt, würde ich sagen, ich gehe hier noch mal etwas essen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis nachher. So, hier nochmal ein Bierchen gehabt, nachdem auch der Bürgermeister die Runde gemacht hat hier und auch auf jeden einzelnen Traktor gesessen ist. Also es wird langsam dunkel hier. Ihr seht, die Beleuchtung ist angegangen. Also die haben hier einen riesen Aufwand betrieben, dieses Festgelände herzurichten. Was normalerweise hier ein normaler Acker ist, haben sie jetzt richtig umgebaut zu einem riesen Areal, wo man eben Ausstellung hat. Wir gehen mal ein bisschen noch weiter rüber hier zu dem Parkplatz drüben. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Maschinen gefunden. Die möchte ich einfach auch noch mal sehen, besteigen und einfach noch mal, ja, mal sehen. Also wir haben hier zum Beispiel den Class Axion C870, der auch da steht. Okay. Dann haben wir den Spend, den 1050er, glaube ich, ist das hier. Genau, den 1050er Fendt. Eine Riesenmaschine gegenüber den anderen, den Oldtimern. Eine Riesenmaschine mit Doppelbereifung. Dann haben wir nochmal etwas Größeres da stehen. Das ist der Case 620er, der Quad Track. Ja, dann haben wir hier noch etwas Kleineres stehen. Das ist auch ein Fan-Favorit, glaube ich, der 500er. Auf jeden Fall, hier haben sie einen Riesenaufwand betrieben. Sehr, sehr schön gemacht. Morgen, also ich habe herausgefunden, dass hier diese die Tracker-Pulling-Geschichte wird morgen stattfinden. Das ist also nicht für heute. Jetzt geht dann die Nacht los hier. Das Konzert wird beginnen. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 Bands eingeladen. Ich kann nicht sagen, ich kenne die nicht. Es sind lokale Bands. Hier haben wir noch ein paar Tiergehege, die da streichelt so für die Kinder, die hier auch sind. Hervorragend schön gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jungs, für die Einladung. Danke, 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 dass ich hier dabei sein darf. Und ja, hoffentlich bin ich nächstes Jahr auch wieder dabei. Aber im Moment bin ich im Moment hier und jetzt am Genießen des Events hier. Ich gehe jetzt mal etwas essen. Ich habe ein bisschen Hunger. Und dann werde ich sehen, ob wir dann uns sofort wiedersehen oder erst halt dann am nächsten, in der nächsten Kapitel. Dann erst schon mal einen schönen Abend an alle, ein schönes Wochenende. Falls euch dieses Kapitel so gefallen hat, bitte lasst doch den Daumen da. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Kapitel aus der Schafhirten-Story aus Wyoming verpassen, der jetzt in Besuch ist in Haue in Niedersachsen. Und dann würde ich sagen, das war's. Danke, tschüss und hasta luego.